Dieser Opel ist das letzte Auto, das sich Gerold Freiberg als Neuwagen geleistet hat. Obwohl der Bauingenieur gut verdient, künftig will er nur noch Gebrauchte kaufen. Fabrikneue Autos sind ihm einfach zu teuer geworden. Sicherlich sind die Fahrzeuge alle besser geworden, aber in den Relationen her erschließt mir das jetzt nicht, diese Preissteigerung in der Größenordnung. 6 Neuwagen hatte er, alles Mittelklasse-Diesel verschiedener Hersteller, ohne Schnickschnack, finanziert über 4 Jahre. 2002 lag die monatliche Rate bei 295 Euro. Sie stieg mit jedem neuen Auto über 310, 330, 360 und 400 auf zuletzt 500 Euro im Monat. Es war das jeweils günstigste Angebot. Wenn man heutzutage rechnet, wie lange man arbeiten muss, um sich ein neues Auto leisten zu können und wie das damals war, also das ist schon ein Riesenunterschied. Die Statistik gibt ihm recht. 1974 musste ein Käufer für ein neues Auto im Schnitt 4,6 Monate arbeiten. Jahrzehntelang blieb die Relation erträglich. Heute kostet ein neuer im Durchschnitt 9,6 Monatseinkommen, ein E-Auto sogar 11,4. Eine Ursache: sinkende oder stagnierende Kaufkraft in den letzten Jahren. Die Folge: Absatzprobleme, vor allem bei E-Autos. Dieser Opel Corsa Electric steht seit 8 Monaten in einem Autohaus in Nordhausen. Listenpreis 34.400 Euro. Vor 20 Jahren kostete ein Corsa noch knapp 11.000 Euro, also nur ein Drittel. Autohauschef Helmut Peter kritisiert die Preispolitik der Hersteller. Wir brauchen vernünftige Preise, die sich die Kunden, unsere Bürger leisten können. Wir brauchen ordentliche Finanzierungsraten und dann würde sich das alles wieder vernünftig einrenken. Noch aber ringt sich gar nichts ein. Die Zahl der Neuzulassungen ist seit 2019 von 3,6 auf 2,7 Millionen eingebrochen. Ein deftiges Minus von 25%. Bei E-Autos ging der Verkauf allein in diesem Jahr um 29% zurück. Die Folge: Angst vor Entlassungen und Werksschließungen, wie hier bei VW. Die Krise erreicht alle Hersteller, sagt Autoexperte Stefan Bratzel. Die Lage ist ernst, ohne überdramatisieren zu wollen. Wenn man jetzt nicht strategisch handelt, dann wird es in den nächsten 3 bis 5 Jahren eine sehr kritische Gesamtlage für die deutsche Automobilindustrie. Strategisch handeln? In Zwickau, im ersten VW-Werk nur für E-Autos, hat der Konzern 1,2 Milliarden Euro investiert. Einbau eines Armaturenbretts, vollautomatisch per Roboter. Die sind hier überall. Die neue Fertigung ist zu 30% automatisiert. Dreimal so hoch wie bisher. Das spart Kosten. Den Ernst der Lage habe man hier verstanden, so der Werksprecher. Es ist so, dass alle deutschen Standorte zur Disposition stehen. Ich kann Ihnen sagen, aus Zwickauer Sicht, wir sind gut beraten, unseren Job zu machen. Und der bedeutet, die Fahrzeuge zu bestmöglichen Kosten zu bauen. Dann sind wir für jede Diskussion gut aufgestellt. Noch ist die Auslastung in Zwickau schlecht. Das Werk arbeitet nur in 2 statt in 3 Schichten. Die hohe Investition rentiert sich so nicht. Und VW braucht jetzt viel Geld. 120 Milliarden Euro will der Konzern bis 2028 in E-Mobilität investieren. Auch BMW hat eine Strategie fürs Elektrozeitalter. In seinem Werk in Leipzig hat der Konzern gerade 1,6 Milliarden Euro investiert. Verbrenner und E-Autos laufen hier übers gleiche Band. Erst beim Einbau des Motors entscheidet sich, was für ein Fahrzeug entsteht, sagt Werksleiterin Petra Peterhensel. Wir haben es geschafft, dass wir wirklich 4 verschiedene Modelle mit Antrieben, Benziner, Diesel, Plug-in-Hybrid und voll elektrisch auf einer Linie fahren können. Wir haben Flexibilität und wir können auf verändernde Marktsituation dementsprechend auch reagieren. Doch das nützt wenig, wenn der Umsatz bröckelt. Das Hauptproblem für die deutschen Hersteller heißt China. Jahrelang wurden hier satte Gewinne gemacht. Die sind jetzt eingebrochen. Chinesische Kunden bevorzugen E-Autos ihrer eigenen Hersteller. Die seien bei gleicher Qualität preiswerter, so China-Kenner Anders Hove.
Es gibt Subventionen und eine Industriepolitik, die für sinkende Preise bei den Autoherstellern sorgen. Aber es gibt eben auch einen scharfen Wettbewerb wie in einer Marktwirtschaft. Und dadurch sind die Preise dramatisch gesunken. Nur deshalb sind die chinesischen Hersteller jetzt in dieser Führungsposition. Dabei sind deutsche Autos auch in China günstiger. Ein Golf 2.0 TSI kostet in China 23.000 Euro, in Deutschland 35.450 Euro. Der BMW i4 eDrive 40 Grand Coupé ist in China knapp 5.000 Euro günstiger. Und auch das vom US-Hersteller Tesla produzierte Modell 3 kostet in China ca. 9.000 Euro weniger als in Deutschland. Die Preisschlacht lässt weltweit die Margen sinken. Mercedes-Benz verdiente letztes Jahr im Schnitt 7.022 Euro pro verkauftem Auto. Jetzt sind es 4.321, ein Minus von 39%. Tesla verlor 38, BMW 10%. Bei VW lag der Rückgang auf deutlich niedrigerem Niveau bei 23, beim chinesischen Autoriesen BYD bei 28%. Der greift mit seinen E-Autos zu Kampfpreisen weltweit an. Das Ziel, kleinere Automärkte aufzuräumen. Sie haben in Israel und Neuseeland angefangen und machen jetzt in Europa weiter, etwa in Malta, also in Märkten, die selbst keine Autoindustrie haben. Dort spielt der Preis eine große Rolle. Und die Chinesen können gute Angebote machen. Dort ist es am leichtesten, die Traditionshersteller rauszudrängen. Mit Strafzöllen will die EU Autoimporte aus China teurer machen. Doch das Ziel, mehr E-Autos zu verkaufen, wird damit wohl nicht erreicht. Teuerstes Bauteil eines E-Autos ist die Batterie. Sie macht bisher 40% der Herstellungskosten aus. Hier liegt der Schlüssel zu preiswerteren E-Autos. Und tatsächlich, es gibt deutliche Fortschritte in der Technologie. Insbesondere die chinesischen Batteriezellhersteller schaffen es derzeit, die Batteriekosten deutlich zu reduzieren, sodass wir in absehbarer Zeit auch mit niedrigeren Fahrzeugkosten von Elektrofahrzeugen rechnen können. Für Käufer eine gute Nachricht, für die deutschen Hersteller nicht unbedingt. Denn China könnte die Batterieproduktion auch in Europa dominieren. In der Nähe von Erfurt hat Weltmarktführer CATL eine Fertigung hochgezogen. Alle großen europäischen Hersteller werden von hier aus beliefert. Eine neue Abhängigkeit, aber keine zwangsläufige. Der Schwerpunkt muss darauf liegen, selbst Zugang zu moderner, preiswerter Batterietechnologie zu erhalten. Dafür muss man den heimischen Markt ankurbeln und dann einen Industriecluster rund um diese Technologie erschaffen. Das Ergebnis sollen preiswerte Autos sein, etwa der ID.1, den VW in einigen Jahren für 20.000 Euro verkaufen will. Das könnte sich auch Gerold Freiberg wieder leisten, selbst wenn er dann längst in Rente ist.